hallo liebe Freunde, willkommen hier zu TV. Heute nehmen wir euch mit. Ihr seht es, wir sind hier immer viel auf Achse, die letzten TV-Videos. Ich fahre mal rüber. Wow, dangerous trick, baby. Heute will sich der Jengole ein Mac kaufen. Da haben wir ein paar Übeltäter. Und ich muss ein bisschen Nahrung holen. Und dann fahren wir los! Sie sind also gerade über Rot gefahren. Klar. Lifestyle. Oh, ein paar Frauen für euch. Liebe Freunde, ich war auch schon gestern mit dem Jengole unterwegs. Wir waren ins Fitnesscenter und haben da fleißig unsere Übung durchgezogen. Hier ein Ausblick davon. Wir wollten hier gerade kurz nur hier zur Mall rein, schon direkt im Trouble verwickelt. Ich hoffe, du kriegst mir jetzt ein Bein gebrochen. Schöne Grüße, Aris. Und kannst du meinen YouTube-Channel supporten? Ja, mach mal. Vielleicht kommt's rein, vielleicht wird's rausgeschnitten. Und no, Cut. Nein, was? Berlin FIFA. Was machst du da? FIFA-Videos hauptsächlich. Nur FIFA? Aber natürlich, okay. Genau, hey, ja, nur wenn ihr Bock habt. Okay. Dankeschön, vielen Dank. Und ihr habt's gehört, wir werden verfolgt. Ich weiß nicht, ob man da die Schlange sieht. Wir sind jetzt zu Hause. Als das am PC geschnitten wurde, habe ich da so drauf geschaut und so geguckt, so, yo, das ist so, als ob man mit Jans Augen schaut. Also, weil Jan hat das ja immer so vor sich gefilmt. So eine POV-Cam. Genau, und dann dachte ich mir so, ja, Freunde, wie ist das für euch, sowas zu sehen? Wie krass das wirklich war, konnte man leider gar nicht einfangen, weil die waren ja alle mega nah, die Leute ungefähr so. Hier kommt der große Sturm rein, liebe Freunde. Wir müssen mal kurz die Schotten dicht machen hier. Es ist auf jeden Fall saukrass. Wir wollten, haben wir am Anfang schon gesagt, wirklich einfach nur einkaufen und waren auch ein bisschen mit dem Brain einfach AFK, also wir haben gar nicht nachgedacht und dann ist das einfach eskaliert und es ist für uns immer noch so saukrass, überwältigt uns jedes Mal, wenn wir unterwegs sind. Das ist crazy, wirklich. Das war auch so, fand ich alles ganz lustig so, weil so an einem Punkt dachte ich so, okay, das wird gerade ein bisschen zu viel, das kann so gleich ein bisschen eskalieren, deswegen mussten wir dann noch gehen. Aber als wir dann hier ankamen, war halt Jengis Freundin hier, Sarah, und die meinte so, ja, hier wurde so permanent Sturm geklingelt und so, und dann stand hier oben vor der Haustür da, standen so Leute, die kamen uns dann entgegen, das waren so 4-5 Typen, und dann die so, krass, und wir so, ja, ist gerade nicht so cool, dass ihr vor der Haustür steht, also vor der Wohnungstür oben, und die dann so, echt? Ja? Okay, ja, können wir Foto? Nein. Liebe Freunde, ich frage mich immer, was geht da ab? Es wird, glaube ich, oft diese Grenze einfach nicht verstanden. Es ist so, die Leute haben Sturm geklingelt und immer so gerufen, hey, wir wollen nur Fotos und so. An der Wohnungstür, das geht überhaupt nicht, liebe Freunde. Lasst es einfach. Wer das auch nicht versteht, dem kann man also ja, wer da jetzt irgendwie draußen sagt, yo, wieso macht ihr das nicht? Ihr seid Wichser und so, sorry, aber ja, das geht ihr nicht. Ihr müsst euch selber in die Lage einfach versetzen, wenn euch jemand, klar, wir sind Personen der Öffentlichkeit, wie man das so schön sagt, aber irgendwo sind doch die Grenzen. Wir haben, muss ich auch dazu sagen, wir haben sau viele Leute auf diesem Event beim Einkaufen getroffen, die wirklich sau nett waren, die einfach auch gesagt haben, ja, sau gut, euch einfach mal zu treffen, wenn kein Foto jetzt hier klappt, weil hier so viele sind, ist nicht schlimm, ist einfach cool. Es gibt wirklich sau viele von euch draußen, die einfach... Ja, klar, das ist ja, ich sag ja auch gar nicht, dass da, also ja, nee. Wie gesagt, wenn ihr uns irgendwo seht, könnt ihr uns mal ansprechen, aber halt Wohnung und Haus ist halt No-Go. Bitte, bitte lasst es einfach. Ihr werdet da und wir werden da nicht mit guter Laune aus dieser Situation gehen. Also wir sparen uns alle die glückseligen Gefühle auf, wollte ich damit sagen. Ja, Freunde. Das musste einmal gesagt werden, Freunde. Sonst passieren auch Sachen wie, haben wir auch schon alles erlebt, dass dann der Vermieter der Wohnung kommt und sagt, ihr fliegt hier raus, Jungs, ja, weil genau, hier so viel Schnabbel ist. Es geht ja nicht nur um uns, sondern auch um die anderen Mieter, die dann sagen, was ist hier? Genau. Wieso sind hier Leute in unserem Haus? Selten in der Wohnung. Wir haben es euch alle schon mal erzählt, genau, und so, dass alles passiert. Noch. Wir haben für morgen einen TV-Upload, das ist eine Überraschung für euch, da könnt ihr gespannt sein und ich glaube, André weiß es selber gar nicht. Und das war's für heute. Denkt an das Prozedere, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach da oder nach unten. Bis dann. Tschüss.